Damit willkommen hier aus Japan in unserer F1 23 Mick Schumacher Karriere. Ja, wir neigen uns schon langsam dem Ende hin, doch das Schlimmste kommt zum Schluss quasi. Ich hasse Japan, Leute. Dennoch musste ich die Karriere ein bisschen runterdrehen und es wird heute, glaube ich, ein sehr spaßiges Rennen. Also, falls euch den Spaß nicht entgehen lassen wollt, abonniert gern kostenlos, lasst gerne Däumchen nach oben da. Und hier haben wir also Suzuka. 18 Kurven, 5,8 Kilometer und eine DRS-Zone machen diese einzige 8 im Kalender zu einer sehr interessanten Begegnung. Das Herzstück natürlich die erste ist, aber jetzt gucken wir uns natürlich hier mal bei unserem Qualifying Run auf KI-Stufe 92 die Strecke mal genauer an. Ich habe Traktionskontrolle 1, Selbstschalten, Selbstbremsen und KI 92. Also nehmt es mir nicht übel. Turn 1, ganz, ganz schwierige Handhaben. Man muss hier nämlich Vollgas reinbremsen. Dann kommt das Herzstück, der ist es. Links, rechts, dann nochmal links, dann erneut rechts und zum Schluss noch eine ganz lange Linkskurve. Das waren hier mal die erste und auch quasi der erste Sektor ist jetzt mit diesem langen Linksknick vorbei. Wir gehen in den Mittelsektor rein und da kommen natürlich eine der legendärsten Kurven überhaupt mit Spoon etwas später. Hier geht's mal in Mini-Spoon rein, schwierig, da habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen. Aktuell wäre das mal der zweite Platz, ich habe mich leicht verbremst, jetzt geht's auf den achten Platz schon runter, hier rein in Spoon, Richtung Spoon mal. Da ist natürlich auch ganz wichtig, die Kurve hängt weit nach außen, da musst du echt korrigieren, gut gemeistert eigentlich, hier früh aufs Gas gehen, viel Schwung mitnehmen, das war in Ordnung, wir bleiben auf dem achten Platz, es geht jetzt hier auf dieser alten Start- und Zielgeraden Richtung 130er. Ich mag die Kurve extrem. Einmal kurz beim zu früh eingelenkt, da bin ich aufs Gras gekommen, konnte ich korrigieren, hat glücklicherweise nur ein bisschen Zeit gekostet. Den letzten Körper rattern wir Vollgas drüber und es geht in die letzte Kurve hier rein. Es ist Startplatz 8. Wir gucken uns mal die gesamte Startaufstellung an. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. George Russell war im gestrigen Qualifying sehr gut und startete das heutige Rennen von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Norris, Sainz, Oscar Piastri, Verstappen, der Goldjunge, Fernando Alonso, Perez, Gasly, Albon, Ricardo, Tsunoda, Bottas, Ocon, Joe, Stroll, Hülkenberg und Logan Sargeant. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Nico aus der letzten Startreihe, das ist natürlich bitter. Wir sind hier direkt am Starting Grid. Das sind 19 Runden heute zu absolvieren. Ich schwimme nicht gegen den Strom. Lights out und let's go hier in Japan. Wir starten wie alle eigentlich auf dem roten Reifen. Ich komme okay weg, nur Alonso hatte hier einen bombastischen Start. Ich halte mich ein bisschen zurück, denn das ist ganz, ganz eng hier in Suzuka. Da sticht auch Perez hier rechts noch einmal rein. Da kann ich mich gerade noch so verteilen. Ja, ich war jetzt nicht gerade weit an der Mitte. Vielleicht hat er nicht mit gerechnet, dass da eine Kurve kommt, aber ja, da kann ich jetzt auch nichts dafür gegen Albon hier. Auch noch einen Platz verloren, der Perez jetzt hier auch auf dem Berg. War mal okay, ich habe einen Platz verloren. Das war nicht so gut. Aber ich werde es natürlich versuchen, mir die wieder zurückzuholen. Es war der Start okay, aber Alonso hat wirklich einen Raketenstart gehabt haben. Wir sind zwar weit weg, aber die Kurve lässt natürlich zu. Wenn so ein kleiner Stau ist, hier ganz spät reingehen und früh aufs Gas gehen. Und das reicht hier, um uns wieder unseren alten 8. Platz zurückzuholen. Wir sind hier mittlerweile auf Platz 8. Die erste Runde ist halb vorbei. Es ist ganz schwierig hier natürlich zu prognostizieren, wo du landen wirst. Das ist halt Japan. Da kann wirklich viel passieren. Es ist ein Oldschool Racing Track und da gibt es halt auch viel Kiesbett, viel Gras. Es kann auch theoretisch passieren, dass es mich hier wegdreht. Sadala, jetzt natürlich am mit Traktionskontrolle her ist das hier eher nicht so schaffbar. Gut, hier beim Eingang wollte Alonso dann noch einmal den mutigen spielen. Ja, und da war ich jetzt zu spät auf der Bremse. Das war hoffentlich kein Flügelschaden. Mal direkt gucken. Nein, Gott sei Dank nicht, aber ich komme ja trotzdem gut raus. Im Windschatten sauge ich mich hier dran und ich habe keine Ahnung, warum das Auto nur auf der Geraden so schnell ist. Und in Turn 1, nein, da gehe ich zu weit, weil ich den Körper berührt habe. Da kommt innen noch einmal Max Verstappen durch. Reicht es, um hier
Ja, da komme ich ins Gras. Ja, wir sind komplett durch mit diesem Versuch. Der war null sauber, der war einfach nur scheiße. Also das war echt tatsächlich ganz, ganz bitter hier. Da mal aufs Gras, dann neben die Strecke, dann zu Recht bin ich da jetzt über eine Sekunde vom Vordermann weg, der auch mit dem gleichen Satz unterwegs ist. Theoretisch sind, glaube ich, alle auf Rot gegangen. Gerade in der Anfangsphase brauchst du halt den nötigen Grip. Am Schluss hast du eh weniger Sprit drin. Hier gucken wir uns aber noch einmal die Start-Replay an. Und das ist jene, wo George Russell hier sich behaupten konnte. Ich glaube auch, dass der da vorne geblieben ist. Auch Lewis Hamilton ist natürlich durch diesen, sagen wir mal, Blocker dank Russell auf P2 gegangen. Und hier gehen wir dann innen an Sergio Perez vorbei, wo es dann diese Berührung gab. Ja, kein Plan, wie wir uns da genau berührt haben, aber anscheinend gab es da eine Berührung. Das kann ich nur so sagen, wie die das gesagt haben, keine Ahnung. Hier jetzt mal raus aus Spoon, das war immer noch Turn 1, der Exit war nicht stark und deswegen konnte da Alonso auch mit DRS-Hilfe, mit Windschattenhilfe uns da zumindest mal probieren anzugreifen, hat eh nicht funktioniert. Dennoch war das nicht gerade schlecht. Hier gegen Max Verstappen. Ich war eigentlich gut mit drin, nur ich bin dann über diesen Curb, rutscht dann eigentlich durch den Curb über den Shuttle hinaus. Und ja, gerade dann beim Eingang in die Kurve war das dann eher schwach. Runde Nummer 2, auch hier in der 130. Ja, da waren wir gerade. Da setzen wir uns zwar neben den Sainz, aber ich weiß halt genau, in der letzten Schikane bist du halt besser hier, sind wir auch wieder im normalen Racing, bist du auch eher auf einer Linie, weil der Exit ist ja echt alles. Denn Start und Ziel ist die einzige Möglichkeit, deinen Konkurrenten einfach zu überholen, würde ich mal sagen. Hier kann ich Gott sei Dank schnell wieder reingehen auf die Ideallinie, musst du jetzt nicht auf den Körper raus. Und wir bleiben auf Platz 6 jetzt mal und das schon in der dritten Runde. Die beiden McLaren vor mir mit Piastri und Norris, dann ist eher schon eine Lücke zum nächsten Mann. Also die fahren noch enger beisammen. Dann hast du, denke ich mal, knapp eine Sekunde wird es dann zwischen Norris und Leclerc, glaube ich, ist das. Ja, müsste Leclerc sein. Na sicher, Leclerc und dann die beiden Mercedes. Ja, Piastri ist nicht besonders schnell. Weiß noch nicht. Müssen wir mal uns angucken. Aber was bis jetzt in der dritten, bis zur dritten Runde hier abging, ist echt crazy. Und das, obwohl ich nur 3 KI-Stufen runtergedreht habe, ist das schon wesentlich fahrbarer, für mich zumindest hier in Japan. Japan generell, eine Strecke, wo ich persönlich ganz schwach bin. Weiß nicht, wie ihr das seht, ich bin kein großer Fan von Japan. Das ist tatsächlich eine der Strecken, wo ich gerne mal skippe, wo ich gerne mal, keine Ahnung, gegen die Mauer fahre. Und auch bei der Zwei-Spieler-Karriere oder so, da bin ich immer ganz, ganz schwach. Jetzt hier den Gegner zurechtlegen. Er deckt hier innen ab und keine Ahnung, was Piastri hier vorhatte. Aber das war, glaube ich, nicht sein Plan. Der verbremst sich und ich habe keine Möglichkeit auszuweichen. Fein da hinten drauf. Es gab keinen Flügelschaden, glücklicherweise. Jetzt können wir uns hier neben Oscar setzen. Diesmal sind wir aber außen. Macht er hier den Senna gegen Prost-Move? Nein. Es bleibt glücklicherweise alles fair und wir bleiben hier auf P5. Das ist einfach nur crazy, Leute. Also ich glaube, ich hätte auch auf der höheren Schwierigkeit fahren können. Die KI ist tatsächlich heute machbar. Das ist echt machbar, wie stark der Haas geworden ist. Ein Riesenproblem hat das Auto immer noch. Die Karre frisst die Reifen. Das ist tatsächlich das größte Problem, was wir haben. Außer natürlich, ja, dass wir nicht ganz mit der Spitze mithalten können. Aber Leute, das ist ein Haas. Da kann sowieso nicht viel passieren. Also da kann ich nicht gut mitgehen. Ich muss Piastri hier mal ziehen lassen und durch den schlechten Exit unter der Brücke ist jetzt auch Sainz wieder in Schlagdistanz. Norris freut sich, der ist jetzt schon fast 2 Sekunden weg. Jetzt muss ich es mal an Piastri hier probieren. Gehen wir Spoon rein, sind wir so crazy? Ja, er lässt uns auch den Platz hier. Aber ganz fair war der Move nicht. Also der hat da wenig Platz gehabt von uns aus. Aber ja, ich bin froh, dass ich da jetzt mal vorbei bin, wieder am Piastri. Das ist echt eine beschissene Strecke und ich weiß halt auch einfach nicht, wo ich hier wirklich richtig überholen kann, außer am Start und Ziel. Runde Nummer 8, ich habe es zwar geschafft, bis auf 1,3 Sekunden wieder Norris dran zu gehen, doch die Reifen sind finished. Also wirklich, die Reifen sind sowas wie von tot. Ich muss es jetzt mal probieren mit einem Undercut gegen Norris.
Das sollte eigentlich auch funktionieren, denn wir fallen safe auf den letzten Platz zurück. Ich war ja mitten im Getummel drinnen, also da hat sich noch nicht viel auseinandergezogen. Wir sind hier weit auf den letzten Platz. Das ist eigentlich sogar gut für uns, denn somit können wir uns hier theoretisch ja, die Reifen selber einteilen, richtig durchgehen. Warum keine weißen Reifen? Diese Frage, oh, da rutsche ich auch unnormal. Diese Frage habe ich mir theoretisch auch gestellt. Weiße Reifen wären tatsächlich gut gewesen, wenn ich Runde 8 oder so reingekommen wäre. Aber wir sind ja jetzt schon in der 9. respektive 10. Runde. Also ich habe ja schon theoretisch 9 Runden mit dem Roten ausgehalten. Also sollten das jetzt auch 10 oder 11 mit dem Gelben, denke ich mal, machbar sein. Die ersten sind an der Box und es wird knapp, aber es reicht. Wir sind hier an Lando Norris vorbei und da wiederum dahinter ist jetzt Max Verstappen und Oscar Piastri ist draußen geblieben. Okay, ganz knapp vor uns mit nur 1,4 Sekunden Vorsprung ist Charles Leclerc und der Grand Prix-Führer der Führende vom Grand Prix, Lewis Hamilton, ist dann nur 1,8 Sekunden weg. Ja, und das war echt nicht... Ich habe nicht damit gerechnet tatsächlich. Ich dachte mir, ja, der fährt eine komische Linie da an die Kurve, beim Kurveneingang, aber dass der uns da so, keine Ahnung, ausbremsen will oder so, keine Ahnung. Weiß nicht, was sein Plan war. Das war einfach komisch. Ja, hier war dann die Aktion mit Piastri. Der ist besser aus dieser engen Kurve rausgekommen. Ins Spoon bin ich dann reingegangen. Ich habe ihn hier tatsächlich wenig Platz gelassen. War es ein Forcing Another Driver of the Track? Das ist, liegt ganz an euch. Schreibt es gerne in die Kommentare. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich gebe selbst zu, das war nicht ganz so fair. Aber ich wollte dann unbedingt vorbei. Ich bin ganz knapp an Charles Leclerc dran. Russell ist jetzt auch eng dran. Und wenn die in Zweiten kommen, wäre ich hier tatsächlich ganz knapp dran. Lando Norris hat sich für den weißen Reifen entschieden. Wird am Schluss auf jeden Fall interessant werden, ob unser Gelbe dann noch standhalten kann. Aber jetzt sind es mal fast 4 Sekunden, die uns da zum Briten bleiben, zum Grand Prix-Sieger von Miami bleiben. Ja, Leclerc ganz knapp jetzt hier an Russell dran. Bitte fightet, bitte Jungs, fightet hier. Ich will unbedingt vorbei und ich glaube nicht, dass ich das aus eigener Kraft schaffen kann. Im DRS wird es natürlich funktionieren, aber hier gibt es halt nur eine Scheißzone und die bringt halt gefühlt nur was, wenn du mit der Nase am Heck klebst und... habe halbe Sekunde oder noch mehr. Nee, da kannst du es vergessen. Ja, gehen wir mal hier wieder zurück ins Renngeschehen. Charles Leclerc hier ganz knapp, der jagt hier Russell förmlich. Das ist eine Kurve, wo ich echt immer einen schlechten Exit habe. Und auch wieder hier, der war nicht so schlecht, der Exit. Mit der ERS-Hilfe kann das echt gut was werden. Ihr regt euch immer wieder manche auf von euch, dass meine ERS-Hilfe einfach, oder dass mein ERS hier einfach komisch ist, das Managen. Leute, ich manage das einfach, wie ich das kann und wie ich das fühle und tatsächlich funktioniert es ja, oder? Ich bin immer weit vorne oder ich bin immer halt mit dabei und mir fehlt es ehrlich gesagt auch nicht an ERS. Ja, teilweise auf der Geraden, das ist ganz klar, aber da hilft es eh nicht viel. Und ja, ich bin immer noch diese 6 Zehntel hinter Leclerc. Mein großes Problem ist, dass Russell es bereits geschafft hat, Leclerc so ein bisschen... abzuhängen und jetzt müssen wir da wieder alleine kämpfen. 4,3 Sekunden fehlen uns, oder haben wir jetzt Vorsprung zu Lando Norris, fast 5 zu Max Verstappen. Und ja, natürlich haben wir hier vorne den ältesten Reifen, das ist ganz klar. Aber wir haben auch eine schöne Gap zu... Nein, wir sind aus dem DS-Fenster rausgerutscht. Und das wird vermutlich jetzt auch nicht mehr irgendwie drin sein, dass wir da noch einmal reinkommen. Ich versuche mein Bestmögliches... Aber die ziehen, die können die Pace so anziehen. Ich bin da tatsächlich eher so der dritte Wagen oder eher so der vierte Wagen an dem heutigen Tag. Vierter Platz wäre halt echt crazy, wenn das funktionieren würde. Wir sind von 8 gestartet, durch einen Undercut an Norris dann jetzt auch noch sensationell an den vorbeigegangen. 3,7 Sekunden, 1,2 fehlen uns, ja, 1,3 der Exo, das Spoon ist ja wichtig. Der war gut, der war sehr gut. Wir rücken wieder auf 1,2 auf. Das Ding ist halt,
eine DRS-Zone ist echt scheiße. Und wir sind jetzt hier mittlerweile abgeschlagen. Über 2,5 Sekunden. Jetzt sind wir beinahe in der Mitte zwischen Norris und Leclerc. Das bedeutet halt auch, dass ich jetzt haushalten muss mit dem DRS und vor allem natürlich auch mit den Reifen. Denn Norris seine Reifen, die werden bis zum Schluss und wahrscheinlich noch einen ganzen Japan Grand Prix funktionieren. Vor mir geht es auch ins engere Gefecht hier. Aber ich verliere fast in jeder Kurve, wenn nicht in jedem Sektor, wertvolle Zeit auf Lando Norris. Und die wird uns am Schluss unnormal fehlen. Also ich muss hier mich echt zusammenreißen, um diese eine Sekunde immerhin, die uns dann auf Start und Ziel bleibt, dass wir die vielleicht halten können, dass wir da vielleicht vorne bleiben. Leclerc, glaube ich, jetzt schon unschlagbar. Der ist aber, glaube ich, auch nicht mehr im DRS-Fenster zu Russell. Also der ist echt heute nicht so stark gewesen. Na warte mal, eine Sekunde, doch ist er natürlich locker drin. Aber ja, das ist natürlich, das war mein Ziel die ganze Zeit, im DRS-Fenster zum Vordermann bleiben. 3 Runden sind es noch zu gehen. Betet für mich mit, dass es hier für den 4. Platz reicht. Das wäre so wichtig. Wir sind in der 18. Runde, gelbe Flagge im letzten Sektor. Und Lando Norris hat es tatsächlich geschafft, in mein DRS-Fenster zu kommen. Mein linker Vorderreifen, generell meine beiden Vorderreifen, die sprechen schon Bände. 44%, Yuki Tsunoda ist ausgeschieden. Wie schade bei seinem Heim-Grand Prix. Und bei den Aces, das ist so reifenaufwendig. Ich probiere natürlich auch so zu fahren, dass er quasi uns nicht richtig angreifen kann. Es ist die Kampflinie, aber die will ich nicht ganz so fahren. Hier diese Kurve ist wichtig, die kostete vorhin so viel Zeit und aktuell bleiben wir hier noch vorne. Wir fahren hier schon Kampflinie. Es ist immer noch ganz eng. Der Körper war nicht gut. Ich werde gejagt von Lando Norris und Max Verstappen. Es ist hier ganz, ganz eng und wir sind gerade mal in der vorletzten Runde. Das wird echt nochmal eine richtige Zitterpartie werden. 5,5 Sekunden sind wir an Leclerc jetzt schon. Sind wir von Leclerc schon weg. Der zieht uns da vorne davon. Und ich muss es hier irgendwie schaffen, vorne zu bleiben. Auf Start und Ziel wird das nochmal eine ganz andere Sache. Hier Richtung 130. Er saugt er sich bis auf 2 Zehntel dran. Es reicht aber nicht, um den Move zu setzen. Es geht in die letzte Schikane rein. Hier brauchen wir einen guten Exit, sonst wird das nichts werden. Ich rutsche zwar ein bisschen über den Körper drüber, doch der Exit war dennoch gut. Wir haben über 18%, jetzt nur noch 10, 5, 8, 7, scheiße, es wird ganz knapp. Der zieht hier ganz, ganz schnell an uns dran. Es reicht aber nicht, für den Briten jetzt schon einen Move zu setzen. Doch ich bin mir sicher, es wird auch noch die eine oder andere Möglichkeit kommen. Generell, nach Spoon ist auch eine lange Geraden, wo man mit einem guten Exit und vor allem, den kann er ja noch, mit seinen frischeren Reifen den Move setzen kann. Norris will auf jeden Fall diesen 4. Platz zurückhaben und der wird hier tatsächlich jeden noch so kleinen Fehler wird er für eine Chance sehen. Sodala, jetzt hier noch einmal rein. Ich komme hier zu spät beim Bremsen und das schert er direkt aus. Lando Norris setzt hier an. Wir gehen nebeneinander in diese Kurve hier rein. Aber es reicht nicht. Ich kann mich hier innen durchsetzen. Jetzt zieht auch Max Verstappen an Lando Norris vorbei. Das ist natürlich die Gefahr, wenn man einen Move setzen will und der nicht zündet. Wir sind mit 50% Vorderreifen hier tatsächlich am Limit. Spoon rein. Jetzt noch einmal kurz dieser Replay. Ich bin hier quasi über den Curb drüber gerutscht auf der Innenseite. Ja, die Reifen sind halt durch. Das merkst du halt auch. Und dann geht es hier rauf in diesen Mini-Spoon rein. Wir gehen hier nebeneinander. Es gibt keine Berührung. Doch Norris muss ein bisschen weitergehen natürlich. Und dadurch kann Max Verstappen da innen durchgehen. 6 Zehntel trennen uns nur vom 5. Platz. Aber wir beenden hier auf P4. Und das nach einer quasi schönen Aufholjagd von P8. Ich bin zwar nicht am Podium, aber ich bin mehr als zufrieden mit dieser Leistung. Gucken wir uns das Podium an. 2 Mercedes und 1 Ferrari. Das war's mit einem weiteren Grand Prix und einem fantastischen Sieg für Mercedes. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen.
Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein absolut verdienter Sieg für Mercedes. Wir sind hier tatsächlich Driver of the Day geworden und das ist unfassbar schön. Das ist eine gute Leistung. Beide Mercedes hier im Podium. Es ist, glaube ich, nicht possible, dass das in echt irgendwie möglich wäre. Nico ist vom letzten Platz auf 14 vorgefahren. War nur vorletzter. Auch eine super Leistung. Wieder keinen Punkt mitgenommen, doch wir nehmen wertvolle 13 Punkte hier mit. Das ist echt wichtig und uns trennen nur wenige Punkte von Lando Norris, gegen den wir heute wertvollen Boden gewinnen konnten. Zu McLaren fehlen viele Punkte, aber das ist nicht so schlimm, denn wir sichern uns somit auch wieder den 5. Platz in der Konstrukteurs-WM ab und das sind wichtige Millionen. Ich bin mir auch fast sicher, dass wir diese Karriere nicht zu einer zweiten Season hier bringen können, denn dafür fehlt uns einfach die Zeit bis Formel 1 24. Ich hoffe, ihr unterstützt mich dennoch bis zum Schluss hier. Schaut gerne auf Insta, auf TikTok mal vorbei, it's_tobi. Und auch gerne auf Instagram, it_gaming. Links wie immer alle unten in der Bio. Vielen, vielen Dank für euren krassen Support. Abonniert gern kostenlos, falls ihr es noch nicht habt. Ich würde mich auch gerne über ein Däumchen rum freuen. Und schaut auch gerne, wie gesagt, auf Social Media vorbei. Wir können auch einmal hier ein Chassis upgraden. Und das nächste Mal geht es dann nach Katar. Am Wochenende ist auch Imola dran. Da geht es auch wieder in die Mega-Season. Das letzte Mal nicht in diesem Game. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Und vielen, vielen Dank und ciao.